Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus dem Wildbachtal im schönen Schwarzwald. Immer noch mit einem bilden Nebel. Und ich muss sagen, diese Anhänger hier, dieser Einachser, Fliegel, der gefällt mir. Also er ist jetzt zwar nicht der größte, aber wir haben auf dem Hof nur den Drehschemel, den Pona. Pona, glaube ich. Pona. Und ich muss sagen, so ein Lötter hier für die Hofarbeiten, also so klein ist er ja auch nicht, 9000 Liter Füllvolumen ist jetzt nicht klein, aber täte mir gefallen, könnten wir gebrauchen. Und würde mal behaupten, werden wir uns bei Gelegenheit mal anschaffen. Wir stellen jetzt erstmal zurück zum Landhandel, denn wir holen den Futtermischwagen ab. Die Tiere brauchen dringend Futter. Wir wollen unsere Kühe ja hier nicht vernachlässigen. Hab den kleinen Kramer schon bereitgestellt mit der kleinen Ballengabel. Ich weiß, ich muss gerade auch überlegen, wie das Mischungsverhältnis war. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal mit dem Futtermischwagen tatsächlich Futter gemischt habe? Ich glaube, im LS17 noch nie. Schreibt es mal in die Kommentare, wann ihr das letzte Mal mit dem gearbeitet habt. Also wirklich mit dem Standard-Futtermischwagen. Das ist jetzt nicht die Standardversion, sondern das ist die Forbidden Mods-Version. Den Unterschied werdet ihr auch gleich sehen. Da fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, ob das an dem Johnny überhaupt funktioniert. Doch, müsste eigentlich. So, der Landhandel hat gesagt, hier hin mit dem Anhänger. Mogwi. Den wollen wir hier raus. Stürzerrunner abkoppeln. Also wie gesagt, ich finde den nicht schlecht. Vielleicht eine andere Farbkombination. Vielleicht. Aber sonst gar nicht mal so schlecht, das Ding. So, Futtermischwagen, Standard, Silo King gebraucht. Wie gesagt, Forbidden Mods Version. Gibt's schon Ewigkeiten. Gibt's in meinem B-Track, ich meine in dem 1000er? Weiß gar nicht, doch, beim 700er und 900er Version müsste es das eigentlich auch geben. Gibt's noch ein Terminal, ein extra? Das dann quasi, ja, ich sag jetzt einfach mal hier an der Windschutzscheibe angebaut wird. Hier ist es natürlich nicht drin. So, den brauchen wir. Den brauchen wir. Die brauchen wir. Dann geht hier auch ein extra Kabel nach oben. Gar nicht mal so schlecht, das Ganze. Na, wie gesagt. Ein Verbind-Mods-Anhänger. Einmal kurz, damit jeder weiß, wo der her ist. Und es nicht andauernd in den Kommentaren gefragt wird. Oh. Oh, Bacon gebraucht, das Ganze. Aber voll funktionstüchtig. Was hat der Landhandel am Telefon gesagt? Also der Herr Meier. Irgendwas an den Schnecken war kaputt, an den Mischern. Da war wohl irgendwie ein Teil noch drin. Irgendwas da beim Transport kaputt gegangen. Sagte, er hat auch seine Kappe genommen. Er hat das ja selber quasi transportieren lassen von der Spedition. Und dementsprechend mussten wir nichts für die Reparatur bezahlen. Und da wir ja ein Sparfuchs sind, haben wir die Version natürlich ein bisschen günstiger gekriegt. Ne? Ist ja eine gebrauchte. Und die kostet doch nicht ganz so viel Kohle. Telelader habe ich mir auch angeguckt. Haben wir da mal so ein Manitou angeguckt. Nicht schlecht, das Ding. Allerdings aktuell noch ein bisschen teuer und auch noch nicht so rentabel. Wir hatten ja einen Liebherr damals, wann war denn das? Herbst? Im Herbst mussten wir so schnell das Stroh bergen, ne? Ja, da hatten wir einen Telelader. Werden wir wohl demnächst wieder anschaffen. Und wenn wir beim Stichwort Telelader sind, ich weiß ja nicht, wer von euch am Freitag bei Creative Mesh reingeguckt hat. Strohbergungs-Addon. Die haben jetzt quasi als Bilder nochmal die Ballenforken gezeigt. Ja, also quasi die wir, so eine, wie wir auch hatten. Von Bressel und Lade. Ja, wo du dann 5 Ballen horizontal für einen Radlader als Aufnahme. 3 Ballen horizontal für einen Telelader und Frontlader. Es gibt verschiedene Versionen davon.
und eine vertikale Version, also sprich sowas, was wir jetzt an unserem Kramer haben oder was wir auch auf dem Hof haben von Kotec, gibt es dann da auch nochmal für, ich meine, 3 oder 4 Ballen vertikal. Und, ja. Ich sag's jetzt nicht nochmal, aber ich freue mich auf Strohwerkungsellern. Silage ist mittlerweile auch fertig, gegärt. Da werden wir jetzt ein bisschen was hier auch reinschaufeln müssen. Achso, haben wir denn eine? Ja, wir haben eine Füllstandsanzeige, das ist gut. Wäre schön, wenn die separat wäre, ne? Wenn man nicht das Hut dafür aufhaben müsste. Weil ich hab's immer lieber, wenn das Hut zu ist und lieber so eine lüde Anzeige an der Seite. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? So, wir werden uns zuerst mal hier mittig auf dem Hof begeben. Heuballen haben wir oben. Strohballen haben wir. Ja, das ist natürlich alles hier ein bisschen blöde aufgeteilt, ne? Komm, wir stellen den mal so, dass das passt. So ein bisschen. Ja, komm, lass den mal hier stehen. Steht er zwar nicht ganz mittig, aber dann ist das so. Wir werden jetzt einen Heuballen holen. Und einen Strohballen und dann mal gucken, wie weit wir sind, was das Mischungsverhältnis angeht. Können wir eigentlich. So. Rennen das gute Stück. So, den brauchen wir aber hier drin, brauchen wir ihn nicht. Oder nehmen wir. War das 2? Oh, wie war denn das Mischungsverhältnis? Warte mal. So ganz unvermittelt. Gibt's das nicht hier? Nein. Futter. Totale Mischration. Entschuldigung. Wer nennt denn das eine totale Mischration? Also jetzt mal ernsthaft. Indem du aus einem Mischwagen fütterst. Okay. Im Mischwagen verschiedene Futtermittel, Heu, Silage, Stroh. Abgewogen und zu Rationen vermischt. Daraus entsteht eine Mischung aus Basisfutter und Kraftfutter. Wenn du einen Mischwagen angekoppelt hast oder einen selbstverständlichen. Balken derzeitige Mischreihe. Um das beste Futterverhältnis zu erreichen, müssen sich alle Balken in dem mit Pfeilen markierten Bereich befinden. Du kannst den Mischwagen mit einem Frontlader oder Schaufel oder mit einem Radlader ausstatten. Befüllen, nicht ausstatten. Befüllen. Okay. 40, 40, 20. Also ich würde jetzt behaupten, 2 Heuballen, 2 Strohballen, Restsilage. Sollte passen. Mensch, ab und zu lohnt sich das mal, das Hilfefenster zu benutzen, Leute, ne? Ich kann das nur jedem empfehlen. Da könnt ihr sagen, der Tobi ist nicht ganz so blöd, ne? Der weiß, wie man ein Hilfefenster benutzt. Nein, das ist mir. Ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt eingefallen ist. Ach, weil wir vorhin das F1-Menü aufhaben, das Hilfemenü. Ne, Moment, wir wollten 2 mitnehmen. Nicht umschmeißen, bitte. Hoch. So. 2 schafft der Logger. Da hätten wir jetzt aber eigentlich die andere Ballengabel für nehmen sollen. Anu ist zu spät. Oh nee, ne? Ah nee, doch nicht. Ich dachte gerade, wir wären hinten schon am Zaun. Das wäre auf jeden Fall schlecht gewesen. Fahre ich lieber rückwärts runter? Ja.
Vorwärts kippen wir die Ballen zu weit nach vorne. Wir fahren rückwärts. Dieser Nebel, ne? Es ist 12 Uhr mittags. Du, gleich ist Mittagszeit hier. Und der Nebel geht einfach nicht weg. Ich meine, wir sind in einem Tal und da hält sich Nebel auch mal länger. Das ist, ne? Ich meine, ich wohne zwar auf dem flachen Land, ne? Wenn hier Nebel ist, ist hier auch Nebel. Und hier ist auch Hochnebel und hier ist alles und, ne? Also, hier oh Gott. Das war zu schnell. Hier sehen wir teilweise die Sonne 30 Tage gefühlt nicht, ne? Nein, ist übertrieben. Nun gut, dann wollen wir das Ganze hier nochmal vernünftig stapeln. Na ja, gut, vernünftig ist, liegt im Auge des Betrachters. Ah, so reicht das. So. Haben wir noch Platz? Ja, wir haben Platz. Massig Platz. Mal ein bisschen Gas hier. Ich sehe das schon. Wir haben den Futtermischwagen nicht einmal gefüllt in dieser Folge. Stopp. Tiefer. Ein Stück zurück, bitte. Danke. Ja, wir hätten die Kotec benutzen sollen. Zwei Ballen fixiert auf dem Ding hier vorne. Thema durch. Egal. Strohballen müssen wir auch gleich zwei erstmal rausholen, die dann übereinander stapeln und dann können wir das Ganze losmachen. Warum ist hier eigentlich die Tür auf? Moment mal ganz kurz. Ich muss mal bremsen. Ich muss mal eben die Halle zumachen. Ich weiß, warum auf ist. Man sieht es an der Spur. Ich habe die Ölpalette vorhin reingestellt, ne? Irgendein Hofbesitzer hat sie natürlich in geistiger Umnachtung im Winter draußen stehen lassen. Ist natürlich für Öl super, wenn das draußen in der Kälte steht. Ich bin jetzt auch einfach mal so kackfrech und mache beide Ballen da schon mal rein, weil ich glaube einfach, dass da zwei und zwei reinkommen. Ergo. Machen wir das auch. Jetzt schauen wir mal nach. Jetzt ist 100%, genau. Machen das Ganze mal auf Außenansicht. Er ist aber halb voll. Ich hoffe, wir werden es sehen. In den Kommentaren steht jetzt sowieso schon das Mischungsverhältnis drin. Ich kenne euch. Also, wenn ich es falsch gemacht habe. Wenn ich natürlich jetzt richtig gelegen habe, werdet ihr es natürlich nicht reinschreiben. Müsst ihr dann ja auch nicht, weil dann habe ich es ja richtig gemacht. Wir machen jetzt trotzdem mal zwei Strohballen da rein. Und gucken einfach mal, was passiert. Oder machen wir es mal ein? Machen wir es mal ein. Ich meine, es war 2-2-1. Also quasi den Rest dann einfach mit. Mit Silage auffüllen. Das ist auf jeden Fall klar. Na, rückwärts. Komm. Nehmen jetzt mal einen, oder? Ne, wir nehmen jetzt zwei Ballen mit. Ich habe gesagt, wir machen 2-2-1. Da er auch angezeigt hat, dass man mehr Heu und Stroh braucht als Silage, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das Mischungsverhältnis in dem großen Wagen 2-2-1 ist. Also quasi zwei Teile Stroh, zwei Teile Heu, ein Teil Silage. Weil da stand ja auch was von 60% Basisfutter und 20% Silage. So. Die beiden nehmen wir auch noch mit hier. Na komm, Stückel. Passt. Oh, vorsichtig. Wir wollen das gute Stück ja hier nicht runterschmeißen, so wie wir vorhin mit den Heuballen rumgeschmissen haben.
Silo müssen wir gerne aufdecken, wir müssen auch die Schaufel wechseln, aber zum Glück haben wir ja hier die Schnellklingenfunktion. Quasi ranfahren, rankoppeln, fertig. So. Na, wo hängt er? Sieht schon gar nicht mal so dumm aus, bis auf dass der Anhänger jetzt voll ist. Also war es... Ach so, ah okay. Ist der Futtermischwagen jetzt... Ja, er ist voll. Zwei Heu, ein Stroh. Restsilage. Ja gut, dann haben wir jetzt eine etwas zu große Mischung. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Fahren wir mal hier zur Seite. Denn das dürfte normalerweise auch als Basisfutter zählen. Also als gemischte Ration. Werden wir auch gerne mal testen. Zack, Rin. Oh. Boah, die ist fast gerade auf den Boden abgelegt, die Gabel. Steht überhaupt nicht unter Spannung, die Zinken. Futtermischwagen anschalten. Aber der hat doch schon gemischt. Ist auf jeden Fall gemischt. So, fahren wir mal rein. Wir gucken mal. Das machen wir noch schnell. Och, nö. Wie hat denn... Oh. Wieso lasse ich denn die Plattform, mit denen ich die Strohballen von oben hier runter gefahren habe, davor liegen? Wie kann man denn so hohl sein? Und jetzt haben wir uns hier natürlich richtig dämlich eingeparkt, ne? Das ist nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Komm, lass uns mal auf die Kuhweide hier kurz. Machen wir hinten das Tor auf. Wir füttern das natürlich im Stall ein. So. Auch mal ganz kurz hier. Na komm. Rückwärts drücken das Ganze. Hoffentlich passt der. Wirkt auf jeden Fall eng. Oh, wir können, aber wir müssen mal ganz kurz, damit ihr das auch seht. Wir haben aktuell keine Silage, kein Kraftfutter drin. Und es geht gar nichts rein. Doch, Heu und Gras ist raufgegangen. Alles klar, falsches Mischungsverhältnis. Läuft. Liebe Lüt, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.